Eintracht Frankfurt hat ja in der vergangenen Saison die Europa League gewonnen. Deshalb schauen wir natürlich auch sehr intensiv auf die deutschen Clubs in diesem Wettbewerb. Und da wäre Union Berlin zu nennen, die gegen die Bayern ein Unentschieden geholt haben, die wirklich sensationell unterwegs sind unter Urs Fischer. Und die spielen gegen einen Club, der einen tollen Namen hat, nämlich Royal Union Saint-Gilloise. Was fällt dir dazu ein, Marcel? Oder wiederhole erst Ja. nochmal den Namen in Französisch. Komm, machen wir es so. Carsten, das überlasse ich dir. Das war sensationell, wie du das gesagt hast. Ich glaube sogar, dass es richtig war. Aber nein, was fällt mir dazu ein? Union gegen Union. Ja, also rein von den Teamnamen her, Union gegen Union. Klar, Union Berlin spielt bislang eine super Bundesliga-Saison. Das 1-1 gegen Bayern hast du angesprochen. Allgemein vor heimischer Kulisse natürlich extrem stark unterwegs. Ja, jetzt waren es 36 Bundesliga-Heimspiele, von denen sie nur zwei verloren haben. Das ist natürlich wirklich eine ganz beeindruckende Statistik. Dennoch, jetzt am Donnerstagabend ist es ein anderer Wettbewerb. International, die wenigsten Spieler von Union Berlin haben international schon mal gespielt. Ja, da gibt es ein paar Ausnahmen natürlich. Und es ist natürlich ein anderes, ja, ein anderer Wettbewerb einfach. Deswegen glaube ich, dass Union Berlin sich vielleicht am Anfang ein bisschen schwerer tun würde. Ich erinnere da gerne noch an die letzte Saison, wo sie in der Conference League Gruppenphase auch nicht keine sonderlich guten Leistungen gebracht haben. Und klar sind sie Favorit im Heimspiel gegen den belgischen Vizemeister, aber man darf diese Mannschaft eben auch nicht unterschätzen. Ja, sie haben wirklich eine gute Champions League Qualifikation gespielt, sind erst gegen die Glasgow Rangers rausgeflogen. Deswegen man darf sie nicht unterschätzen. Und deswegen sage ich auch, dass Union Berlin sich schwer tun wird. Ich sage, die erste Halbzeit wird relativ ausgeglichen sein und deswegen gehe ich auf die doppelte Chance X2 zur ersten Halbzeit. Das heißt, Union Saint-Gilloise wird nicht hinten liegen zur Halbzeit. Da liegt die Quote aktuell bei 1,75. Herrlich. Und wenn euch das alles gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns natürlich auch über ein Abo, was ihr hier liegen lasst. Kommen wir zum SC Freiburg. Ein Team, das von der Spitze der Bundesliga grüßt. Und die sind international ja auch dabei. Fast wären sie ja in der Champions League gelandet. Jetzt sind sie in der Europa League und spielen gegen eine Mannschaft aus Aserbaidschan, Karabakh. Ja, Carsten, auch da hebe ich meinen mahnenden Finger. Denn Karabakh Aktam ist natürlich eine Mannschaft, die jetzt über Jahre hinweg immer eigentlich international dabei ist. Sei es mal in der Champions Richtig. League-Gruppenphase, sei es mal in der Europa League, in der Conference League. Sie haben eine gewisse Erfahrung auf internationaler Bühne. Die hat natürlich Freiburg in dieser Form nicht unbedingt. Ja, also sie waren unter Streich zwar schon mal international dabei, aber das endete damals nicht sonderlich erfolgreich. Klar, Freiburg wird sich auch erst wieder daran gewöhnen müssen, international zu spielen. Aber was man natürlich auch immer berücksichtigen muss im Europapokal, ist die Tatsache, dass Karabakh natürlich eine extrem weite, beschwerliche Anreise hat aus Aserbaidschan nach Deutschland, nach Freiburg. Und Freiburg momentan einfach so vor Selbstvertrauen strotzt. Das muss man ganz Die klar so Anreise von sagen. München nach Freiburg ist ja schon anstrengend. Und dann auch noch aus Aserbaidschan. Momentan auf jeden Fall. Aber ja, ich sage, Freiburg wird das Spiel gewinnen. Ich sage, Freiburg wird auch zur Halbzeit schon führen. Sie haben einfach eine gewisse Qualität, auch mittlerweile ein gewisses Selbstverständnis entwickelt, diese Spiele zu gewinnen. Dann noch der Heimvorteil und dann noch diese gefährlichen Standards, die natürlich auch international funktionieren werden. Deswegen Halbzeit 1, Endstand 1, doppeltes Ergebnis, Quote 2,05. Und wenn ihr anderer Meinung seid, lasst es uns bitte wissen. Ronaldo, Cristiano Ronaldo wollte eigentlich bis zum Schluss flüchten aus Manchester und wollte in die Champions League in irgendeiner Form wieder landen. Jetzt ist er bei einem Verein, der in der Europa League dabei ist, Manchester United gegen Real Sociedad San Sebastian. Ja, vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben von mir ausgedrückt, aber ein Hauch von Champions League wird natürlich wehen im Old Trafford. Einerseits aufgrund der Red Devils natürlich, aber auch aufgrund von Real Sociedad. Ja, eine spanische Mannschaft, eine gute spanische Mannschaft, am Wochenende 1:1 gegen Atletico Madrid geholt. Auch sie haben eine gewisse Qualität, weil sie einfach defensiv extrem stabil agieren. Klar, zu Hause noch ein Stück weit stabiler als auswärts. Aber Real Sociedad wird ein unbequemer Gegner sein, weil sie eben nicht wie viele andere Mannschaften oder wie viele andere gute Mannschaften gegen Manchester United nach vorne spielen wollen, sondern weil sie sich einfach ein Stück weit hinten reinstellen werden, kompakt verteidigen.
Und deswegen glaube ich, dass sich United schwer tun wird in diesem Heimspiel, zumal man natürlich nicht weiß, inwiefern Erik ten Hag da seine beste Mannschaft auflaufen lassen wird, weil natürlich die Premier League meiner Meinung nach bei ihnen Priorität haben wird, dass sie einfach über diesen Weg zurück in die Champions League kommen. Und deswegen sage ich, dass hier in der ersten Halbzeit wenige Tore fallen. Unter 1,5 in der ersten Halbzeit und da gibt es eine Quote von 1,50. Und hier haben wir unser Gewinnspiel für euch, den Predictor. Wir wechseln in die Conference League und da haben wir eine spannende Begegnung. Nizza gegen Köln. Nizza mit Favre als Trainer, der ist anwesend. Der andere Trainer, Baumgart, ist auch anwesend, aber nicht auf der Trainerbank, weil er gesperrt ist für ein Spiel von der UEFA. Macht das was aus oder sind die Kölner in einem Flow nach dem Auswärtssieg jetzt in Wolfsburg? Holen die auch in Frankreich was? Das wird die entscheidende Frage sein. Ich würde jetzt den Auswärtssieg in Wolfsburg nicht zu hoch hängen, weil Wolfsburg momentan einfach ja, desaströs agiert. Das muss man ganz klar so sagen. Übrigens auch Niko Kovac, einer der Kandidaten vielleicht neben Domenico Tedesco und Thomas Reis, der vielleicht am ehesten seinen Job verliert. Übrigens da auch der Hinweis, man kann zwar in Deutschland nicht darauf wetten, aber für unsere österreichischen und Schweizer Zuschauer, wir haben einen ganz, ganz spannenden Artikel auf der wettbasis.com, der sich darum dreht, welcher Trainer als erstes in der Bundesliga entlassen wird. Ja, und ich glaube, dass diese drei Kandidaten, die ich eben genannt habe, auf jeden Fall ja, die drei Favoriten momentan sind. Zum Spiel Nizza gegen Köln. Ich sage, dass Nizza doch einfach ein Stück weit mehr Qualität zur Verfügung hat, auch ein Stück weit mehr internationale Erfahrung als die Kölner. Und deswegen würde ich mich, wenn ich die Wahl treffen müsste, eher auf Nizza festlegen. Ich sichere das Ganze mit dem Draw No Bet ab. Das heißt, im Fall eines Unentschiedens gibt es den Einsatz zurück. Dennoch sage ich Heimsieg Nizza und da gibt es eine Quote von 1,75. Denn ich glaube, unabhängig davon, ob Baumgart auf der Bank sitzen wird oder nicht, Köln wird einen schweren Stand in der Europa League, in der Conference League haben. Und gerade dann natürlich, wenn es gegen sehr, sehr starke Mannschaften und auch physisch starke Mannschaften wie Nizza geht. Und dann berücksichtigen wir natürlich auch unsere Lieblingsnachbarn, die Österreicher Austria Wien gegen Hapoel Beersheba. Ja, Hapoel Beersheba, Vorsicht, ein sehr, sehr unbequemer, interessanter Gegner. Ja, ich habe jetzt schon zwei, dreimal spielen sehen. Eine gute Umschaltmannschaft mit schnellen Spitzen. Ja, das heißt, auch da wird die Austria erstmal mit zurechtkommen müssen. Die Austria ist jetzt nicht unheimlich gut in die Saison gestartet. Sie hatten ja drei Minuspunkte am Anfang in der österreichischen Bundesliga. Sie sind dennoch auf einem ordentlichen siebten, achten Platz momentan zu finden. Es fehlt aber noch ein bisschen was. Auch am Wochenende nur 2:2 gegen Austria Lustenau gespielt. Das war auch eher enttäuschend. Und deswegen sage ich hier, kleiner Überraschungsalert, ich sage nämlich, Beersheba holt mindestens einen Punkt in der österreichischen Hauptstadt und gehe auf die doppelte Chance x2 in Kombination mit nichts, also ohne Kombination, sondern einfach doppelte Chance x2, Quote 1,80. Mit nichts finde ich super, aber du hast da noch zwei Sachen, die du uns gerne an die Hand geben möchtest. Ganz genau, Carsten, weil das natürlich den Rahmen sprengen würde, alle Spiele durchzugehen in der Conference League, in der Europa League, habe ich mir noch zwei Schmankerl rausgesucht. Ich gebe nämlich ab jetzt immer zwei Kombi-Betten ab, quasi drei Spiele, mindestens drei Spiele kombiniert miteinander, wo natürlich auch die Quoten dementsprechend multipliziert werden und man dann vielleicht eine etwas höhere Quote findet, ohne das Risiko zusätzlich zu erhöhen. Und deswegen meine erste Kombi-Wette lautet Sieg Villarreal gegen Lech Posen. Da gibt es eine Quote 1,31. Dazu sage ich, West Ham gewinnt zu Hause gegen FCSB, also Steaua Bukarest. Früher hießen sie Steaua Bukarest, jetzt heißen sie FCSB. Gibt es eine Quote von 1,22. Und ich sage auch, Arsenal wird gegen Zürich das Auswärtsspiel gewinnen. Einfach auch aufgrund des Qualitätsunterschiedes gibt es eine 1,36. Und alle drei zusammen ergibt eine Quote von 2,17. Das ist meine erste Kombi-Wette. Meine zweite Kombi-Wette habe ich mit Toren kombiniert. Ich sage nämlich PSV gegen Bodo Glimt über 2,5 Tore, Quote 1,44. Ich sage Ferencváros gegen Trabzonspor unter 3,5, Quote 1,36. Und Lazio Rom gegen Feyenoord über 1,5, Quote 1,22. Und auch hier kombiniert, die Gesamtquote liegt bei 2,39. Und auch hier sage ich, kann man durchaus in dieser Form anspielen.
Herrlich, was du alles in petto hast, finde ich super. Hab jetzt sehr interessiert zugehört. Und hier ist die Übersicht der Tipps von Marcel zum Thema Europa League und Conference League. Wir wünschen euch viel Erfolg, viel Spaß und logischerweise sind wir mit der Bundesliga dann auch wieder bei euch. Also, eine schöne Woche.